So Leute, hier mal wieder ein kleines Infovideo mit einigen Informationen. Ja, Infovideos haben es in der Tat so an sich, dass sie Informationen beinhalten. Naja, also, ihr könnt es unten im Titel schon lesen, und zwar, ich bin im Urlaub. Von heute an, dem 22. Dezember, bis hin zum 5. Januar, also genau 2 Wochen. Also wenn ihr dieses Video seht, bin ich wahrscheinlich schon längst weg. Ich möchte euch aber jetzt deswegen nicht einfach 2 Wochen allein lassen. Daher habe ich für euch jede Menge Videos vorbereitet, die während meiner Abwesenheit dann automatisch nach und nach freigeschaltet werden. Mit Pokémon Mystery Dungeon ist heute ja das letzte Projekt dann auch zu Ende gegangen, deswegen starten entsprechend nun natürlich einige neue Projekte. Pokémon Heart Gold habe ich ja schon angekündigt, das wird allerdings leider erst nächstes Jahr starten, sobald ich aus dem Urlaub wieder da bin. Allerdings habe ich aus Ausgleich dafür einige Battles mit meinen bisher gezüchteten Competitive-Pokémon auf meinem X-Spielstand für euch vorbereitet. Danach haben auch schon einige gefragt und ich denke mal, warum nicht? Das ist doch ein netter kleiner Ausgleich dafür. Der Upload-Plan sieht also folgendes vor. Es kommen jeden Tag 2 Videos, wie also eigentlich auch schon die letzten Wochen. Das heißt, in der Hinsicht gar keine Änderung für euch. Um 16.30 Uhr gibt es jeden Tag ein Pokémon XY-Battle. Und um 18.30 Uhr als Gegenstück dazu täglich eine Folge von den beiden neuen Projekten. Diese wechseln sich dabei dann immer ab. Dieser Upload-Plan gilt natürlich nur, solange ich im Urlaub bin. Sobald ich dann wieder da bin, wird es entsprechend ein paar Änderungen geben, aber so ist es nun erstmal für die nächsten 2 Wochen. Gut, also dann Leute, morgen startet um 18.30 Uhr das erste neue Projekt und übermorgen entsprechend das zweite um die gleiche Uhrzeit. Zudem habe ich im Anschluss an dieses Infovideo hier als kleinen Leckerbissen quasi schon mal den ersten der kommenden 15 Battles, den ersten Kampf von den nächsten 15 Kämpfen, die noch kommen werden, beziehungsweise danach nur noch 14, ich rede mich um Kopf und Kragen, also nochmal, als kleinen Leckerbissen habe ich für euch an dieses Video schon mal den ersten der 15 aufgenommenen Kämpfe angehangen, deswegen könnt ihr euch ja schon mal dann auf mehr freuen, falls ihr Interesse daran habt. Ich wünsche euch deswegen jetzt schon mal schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sehen uns bis dahin, Leute. Ciao. So, Leute, willkommen zum ersten Kampf der Mini-Videoreihe Sui gegen Passanten, wie man oben im Titel erkennen kann. Es sind zwar nicht alles Passanten, manche sind auch aus meiner Freundesliste, aber wollen wir das mal nicht so genau nehmen, ne? Ich kommentiere den ersten Kampf mit mir. Hi. Ich ja, auch Miffy genannt. Mhm. So, und damit wir die Teams aufstellen durchgehen, ich kämpfe hier mit Neuvan, Kangama, Durengard, Mobites, Fenexis und Grabbit. Und du darfst gerne den Gegner vorlesen. Der Gegner hat Duokles, Kapilz, Garchomp, also Knackrack, Simpholara, Ramot und Tentoxa. Genau. Ja, deutsche Namen und so. Manchmal recht schwierig. Ja, ich vergesse auch immer Brigaron, so hieß es, genau. ich werde mal abwechselnd kommentieren, also mit einem anderen Partner, immer mit Micha und Jan im Wechsel. Yay. Heute der erste Kampf, ich habe gerade eben erst das Ankündigungsvideo gesehen und ja, Eröffnung mit Ridley. Das heißt, jetzt seht ihr das erste Mal Kämpfe mit meinen Competitive-Pokémon. Mensch, Leute, wird doch mal Zeit, oder? Ja, doch. Und direkt erstmal mit dem Verhöhner starten. Ja, ich dachte mir, nee, und da dachte ich so, jo, richtig. Ja, klar. Ja, wenn die Leute schon mit Tentoxa starten, dann wird wahrscheinlich auch irgendwas in der Richtung kommen. Da kam die Giftspitze natürlich genau im richtigen Moment. Aber da hat er leider gleichzeitig mit mir gewechselt, das war natürlich doof. Weil Mobites hat ja Wegsperre. Zangetsu. Schön. Woher ist das nochmal? Das kommt mir so bekannt vor. Ah, lass mich überlegen. Zangetsu war entweder One Piece oder... Zangetsu ist irgendwo an... Oder Bleach oder sowas, kann es sein? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir mega Kangama. Und Duokles, einer oder andere wird jetzt vielleicht verwirrt sein. Das Ding hat natürlich einen Evoliten, wie man gerade gesehen hat. Ja, das Ding hält mit Evolit ordentlich was aus. Und da hat er wahrscheinlich mehr Schaden gekriegt, als er sich jetzt hätte träumen lassen. Oder hat man einen Tiefschlag gerechnet, kann ich mir alles vorstellen. Oder sie, ist ja eine Anna, mein Gott. Ja, wir genau reden sein, von dem Gegner, das ist schon... Der Gegner, genau. Ja, da hat er schön dein Erdbeben predicted. Und da wusste ich schon, was er machen will, vorhat, und deswegen dachte ich mir so, vergiss es. Da möchte ich... ist auch ein schöner Name. Da wird Jan sich auch freuen. Ja, Simon, ja, das war abzusehen. Ich spiele auch so eins und es ist sehr effektiv. Also nicht das jetzt, aber generell, das Spiel ist sehr effektiv. Ja,
Ist aber, glaube ich, auch die einzig sinnvolle Möglichkeit, wie man es spielen kann, oder? Ja, ich glaube auch. Das ist halt voll extrem cool, dass es sich immer wieder selbst verbrennt, der Sack. Ja, so Neuwander kannst wird du. er zum Glück nichts geschwächt, das kann ich jetzt mit leben, sag ich mal. Ja, gut, der Schaden kommt halt rein immer. Ja, aber ist nicht so schlimm, als wenn mein Angriff halbiert wird jetzt. Für Ja, das ihn. stimmt. Auf jeden Fall, ich habe ihn direkt mal verhöhnt schon wieder. Ich mag die Attacke, man sieht's. Du magst auch den Flammenwurf, der Den vor allem sehr Flammenwurf mag effektiv ich ist. sehr gerne, denn der hat das Douglas auf die Bretter geschickt. Yay! Also, nee, Hohoho. eigentlich nicht yay für das Duo-Class, aber yay! Yay. Ne. Und da krieg ich Schaden durch Leben auf Unverbrennung. Ist natürlich gar nicht mal so nett. Ja gut, aber dafür ist ja das Neuwand da. Ja, richtig. Dafür, dass es viel Schaden austeilt und halt, ja, die Nebenwirkungen sind egal. Sagen wir es mal so. Wird denn Toxa jetzt erstmal wieder schön verhöhnt, weil, nee, lass mal. Das Ja. muss ich jetzt nicht haben hier. Brennender Ridley, wieso muss ich da so an Metroid Prime denken? Es passt irgendwie. Ein bisschen. Das tut natürlich weh, der Säurespeier. Also jetzt noch nicht, aber jetzt wird er wehtun. Das war ein Die Sache ist, Volltreffer, er der kann jetzt nicht erste. auswechseln, weil jetzt habe ich ihn quasi wirklich in der Hand, sage ich mal. Ja, Allerdings hat er das mich ist ein jetzt auch in der Hand. Shadow-Attack-Ding, ne? Das ist ein Shadow Tag, Mobitest, ja. Okay. Und natürlich verbrennt er mich. Ja, war ja klar. Kommst du auch nicht mehr viel zum Gedankengut, Nee. wahrscheinlich. Erholung bringt mir da auch nichts mehr, weil der zieht mir leider zu viel ab mit dem Siedewasser, wie man eben gesehen hat. Ja. Ja, also schlecht im Angriff ist ja, also oder im speziellen Angriff ist Tentoxa ja nicht. Das muss man ja mal Nee, sagen. Tentoxa kann schon gut austeilen. Weil ich gespannt bin, ob Tentoxa Rivalität von Tandrak bekommen wird. Hat der eine höhere Spezverteidigung zum Beispiel. Ja, das Kann halt nicht stimmt. Turbo drehen. Aber hat auch die. Ja, wobei, kann man so simpel nicht sagen. Hat dann eine andere Türkombination. Ja, aber ähnliche Schwächen. Auf jeden Fall. Mobitest ging voll auf die Bretter und ja, kein Gamma, Theresa. Und die legt sich mal Ja, hin. die gute Warte mal, Mutter das heißt Ulia Teresa. aus, das sehe ich ja jetzt erst. Ja, Das Uliamot. ist ja genauso wie Ich meins. wollte gerade sagen, ich habe irgendwie gedacht, dass den Namen kenne ich irgendwoher. Naja, Das fällt mir gut. jetzt das erste Mal auf. Das ist genauso was wie mein Tentox. Das ist ja cool. Das hat schon mal Stilpunkte. Anna, sehr gut. Ich habe schon damit gerechnet, aber ich wollte unbedingt verhindern, dass er mein Tangama verbrennt. Ja, klar. Weil, ne, aus bekannten Gründen. Ja, Verbrennung ist nicht cool, vor allem nicht bei physischen Angreifern. Ja, Ja. da dachte ich mir, ja komm. Ich konnte Ja, da nicht gut. sicher predikten, also dachte ich mir, ich bleib lieber drinnen. Hast du ein Wahlglas? Ich habe ein Wahlglas, ja. Ah, okay. Das erklärt das. Bum und volle Kanne ein übergebrezelt. Ja, gut, Wenn der aber. Zufallswert jetzt mein Freund ist, dann reicht das sowieso aus. Aber der Zufallswert ist Ja. natürlich nicht mein Freund. Oh, ganz knapp, das ist ärgerlich. Und da geht Phinexis aka Merlin auf die Bretter. Mit dem Unnecessary Crit. Ja, gut. Der war jetzt. Ne? Na, wer ist denn da wieder? Guck mal, Ridley. Den haben wir ja lange nicht gesehen, Mensch. Richtig, der hat ja noch gar nichts gemacht in diesem Kampf. Blob. Und tschüss. Ja gut, Er da ist schon. konnte Anna wahrscheinlich auch nicht mehr sicher auswechseln. Nee. Na, überlebst du? Ja, du überlebst noch. Schön. Kochia. Aber da war Ja. schon klar, was kommen wird. Ja. Ja, Logo. War abzusehen, deswegen, aber da konnte ich auch nicht mehr. Das war dann wieder dann. Ich sag mal so, Ridley hat echt einen guten Job gemacht in dem Kampf. Deswegen Das konnte er jetzt in stimmt. Ruhe sich Hinlegen, dem ausruhen. Pokéball zuneigen. Wie auch immer. Theresa kommt wieder. Ja. So. Ist übrigens nicht von Mutter Theresa hergeleitet, wie man Ach so, vielleicht zuerst nicht? vermuten würde. Nee, das war, habe ich erst danach bemerkt, dass es quasi doppeldeutig ist. Es ist eigentlich von Theresa aus Claymore. Ach so, Quasi okay. so Claire und Theresa, die zwei. Yay. Das wird ihr wahrscheinlich Ja. sagen, weil du den Anime, glaube ich, nicht kennst. Ich habe ihn noch nicht wirklich gesehen, aber ich wollte ihn schon seit Ewigkeiten mal anschauen. Tu das, er ist gut. Weil Rückkehr hat Ja, auf jeden Fall jetzt ich dafür ausgereicht, weiß. dass Kapilz sich dem Grabe zuneigt. Aber wie gesagt, das mit Mutter Theresa ist ein netter Nebeneffekt, weil Kangama. Das Da hatte ich stimmt. jetzt leider keine Wahl mehr. Musste Kangama drin lassen. Ja, gut. Aber er macht nicht das Offensichtliche. Ja, das hat mich schon mal sehr gefreut. Und BÄM! Das Er sieht hat so geil aus, wenn er es wahrscheinlich. mit Rückkehr zuschlägt. Einfach so voll die Faust. Ja, er hat wahrscheinlich wieder gedacht, dass du wechselst und der Psiban eh nichts hilft. Da hat er sich wohl ein Eigentor geschossen. Aber jetzt bin ich dann leider doch verbrannt. Das, was ich die ganze Zeit versucht habe zu vermeiden. Aber irgendwann ging es leider nicht mehr. Bon. Auf jeden Fall ist das Vieh jetzt weg.
Weil, ja, ich habe ein bisschen Angst vor, weil ich weiß, wie gefährlich das Ding werden kann, wenn es mal 2, 3 Cosmic Kraft draus hat. Ja, man kriegt es ja kaum noch weg. Es kann sich mit dem Ruhehort immer wieder hochheilen. Und dann haut natürlich auch der Kraftvorrat ziemlich rein. Und ein Mega-Chomp. Hallöchen, das sieht so cool aus irgendwie, sehr bedrohlich. Landhai. Ist auch ein deutscher Gegner. Das war, glaube ich, sogar einer aus der Freundesliste. Und das war knapp, aber Kangama, also Mega-Gamami ist recht bulky. Und das hat noch ganz schön viel Schaden gemacht, dafür, dass es verbrannt war. Ja, das stimmt. Finde ich aber gut. Aber jetzt ist es natürlich eine Sache. Der Gegner ist jetzt gefangen im Wutanfall. Und natürlich wäre es da blöd, das sich auszunutzen. Ja, das stimmt. Da kann ich nämlich gleich in Ruhe erstmal schön boosten. Ja, das Durengard überlebt das ja locker. Locker flockig. Obwohl das gar nicht mal so wenig Schaden gemacht hat, muss man da mal sagen. Wo ich boost mich gar nicht mehr gerade. Okay, ich greife direkt an, weil ich Angst hatte. Stimmt, ja, weil ich nicht sicher war, ob er jetzt 2-mal oder 3-mal gelockt ist. Aber wie man sieht, habe ich Glück. Er ist nochmal gelockt. Dann kannst du schön den Angriff erstmal senken. Das hat auch was. Nutze ich direkt aus, um ihn zu Königsschilden. Yay. Königsschild ist auch toll. Oh ja. Schon wieder ein Claymore-Name vor allen gerade, merke ich gerade. Ja, ich wollte eben schon sagen, wenn du das andere schon Theresa genannt hast, hättest du das doch auch eigentlich Claire nennen können. Aber, Und cool, kommt der Schattenstoß. Yay. Und der reicht nicht reicht. Nein, reicht natürlich nicht. Aber ja, Chomp ist halt auch. Zack, und dann geht er drauf. Oh, wäre jetzt eh nicht so schlimm gewesen, wenn Durengard noch besiegt worden wäre, weil ich habe noch einen Gravit mit Ruckzuckhieb in der Hinterhand gehabt. Ja, das sollte kann man gar nicht im Einsatz. Aber Leute, das war der erste Kampf. Sui gegen Passanten, auch wenn es, wie gesagt, kein Passant war. Und warum hat er hier nicht einen männlichen Avatar? Ich verstehe das nicht. Naja. Ich weiß nicht. Möchtest du noch was zu dem Kampf sagen? Ich bin verwirrt von dem männlichen Avatar. Nein, war auch ein hübsches Match. Durchaus, durchaus. Und ich habe endlich mal gesehen, wie Neuwan in Action aussieht. Ja, stimmt, das hast du dich ja schon häufiger gefragt. Aber Leute, wir sehen uns morgen beim nächsten Battle. Bis dahin. Ciao. Tschüss.